Oh, willkommen zum heutigen spontanen Stream. Ich hatte gestern eine Anfrage bekommen, beziehungsweise jemand hat auf Facebook gepostet gehabt, ob er Unterstützung bekommen könnte, denn einer seiner Seiten sei gehackt worden. Und Björn war der Fragensteller, er war netterweise so freundlich gewesen und hat gesagt, dass ich seine Seite live im Stream analysieren kann. Und deswegen dieser kleine spontane Stream, in dem ich einfach einmal zeige, wie ich an gehackte Webseiten herangehe, wie ich analysiere, was überhaupt betroffen ist und wie ich analysiere, wie der Angriff passieren konnte, falls es überhaupt noch möglich ist. Je nachdem, wann so ein Angriff auffällt, kann es natürlich sein, dass es keine verwertbaren Daten mehr gibt, in denen man schauen könnte, ob der Angriff denn über ein Plugin erfolgt ist oder über ein Login oder über irgendwas anderes, was ein Einfallstor hätte sein können. Ich selbst habe mir das Projekt bisher noch nicht großartig angeschaut, weiß also auch nicht, was genau passiert ist, beziehungsweise ich weiß es grob, konnte es aber noch nicht wiederherstellen, das Verhalten. Und deswegen dachte ich, streame ich einfach mal und zeige einfach meine Herangehensweise. Und wenn irgendwie Fragen oder Ähnliches auftauchen, dann könnt ihr diese natürlich direkt im Stream stellen und wir können darauf eingehen. Also, worum geht es erstmal? Es geht um die Internetseite storagebox.ch. Diese Seite hat eine sogenannte Drive-by-Infection. Das bedeutet, wenn man unterschiedliche URLs der Seite aufruft, wird man auf eine dritte Domain weitergeleitet und diese Domain beinhaltet meistens Schadcode oder versucht irgendwas auf euren Rechner auszuführen, damit sie euch mit irgendeiner Schadsoftware infizieren. Spannend ist an der Domain Endung, dass es die Domain stagebox.ch betrifft, sie also in der Schweiz liegt. Und die die Schweiz hat einen Service, der nennt sich Switch und das finde ich relativ interessant, denn dort kann man gehackte Webseiten melden und diese überprüfen entsprechend die Webseiten und die Webseiten werden gegebenenfalls, falls sie über längere Zeit befallen sind, auch dann vom Netz genommen. Ja, ich habe hier mal einen Auszug der E-Mail, die von Switch an Björn gesendet wurde. Und darin beschreibt dem Switch, dass sie den Missbrauch der Webseite gefunden haben, dass es um eine Drive-by-Infection geht und dass man 3 Tage Zeit hat, um diese zu entfernen. Und deswegen wurde nach diesem Zeitraum nochmal eine Prüfung veranlasst und es wurde eben geschaut, ist diese Drive-by-Infection noch vorhanden, ja oder nein? In dem Fall ist es noch so. Und es wird eben darum gebeten, innerhalb von 30 Tagen darauf zu reagieren. Ansonsten muss man seine Identität nachweisen und eine Wohnsitzbescheinigung und ähnliches rausgeben, mit der eben geprüft wird, dass es auch wirklich eine Schweizer Domain ist und der Inhaber dieser Domain auch legitimiert ist. Ja, was ich alles in allem relativ spannend finde, weil in Deutschland, glaube ich, gibt es sowas nicht. Und wir schauen uns dann einmal die Probleme an. Björn war noch so nett und hat mir ein paar Screenshots zur Verfügung gestellt, die er mit Screaming Frog erstellt hat. Dort sieht man eben, dass beim Crawling von bestimmten Seiten eine Weiterleitung erfolgt und diese Weiterleitung eben auf eine Drittdomain, genauer gesagt auf ein JavaScript erfolgt und dieses JavaScript dann sicherlich versucht, irgendeinen Schadcode auf den Rechner des Besuchers auszuführen. Die Domain selbst ist entsprechend auch bei diesem Switch hinterlegt. Und dort sieht man entsprechend auch unterschiedliche URLs, die aktuell für den Missbrauch von Drive-by-Infections genutzt wird. Ja, zum Beispiel dieses Festivals-Bern oder die Werbung-URL. Wenn ich selbst diese URLs aufrufe, zum Beispiel die aus dem Screaming Frog oder auch die aus dem Beispiel hier wie Festivals-Bern, da kann ich selbst noch keine Drive-by-Infection in irgendeiner Art und Weise feststellen. Deswegen wäre der nächste Schritt, den man an der Stelle macht, einmal zu gucken, wie denn der Browser reagiert. Also wird die URL einmal bei Quell eingegeben und es wird mal geschaut, ob der Quelltext sich irgendwie verändert, was in dem Fall auch nicht der Fall ist. Ja, wir sehen also, dass die URL relativ normal geladen wird und ganz normal gerendert wird.
Es könnte natürlich sein, dass sich hier drin jetzt irgendwo ein JavaScript befindet, das entsprechend dann diese Weiterleitung erzeugt. Aber auf dem ersten Blick sieht zumindest alles normal aus, denn diese Veränderung wäre meistens an den Anfang oder ans Ende von irgendwelchen Webseiten gepackt. Und hier sieht alles auf den ersten Blick zumindest normal aus. Der nächste Schritt, den man an der Stelle dann immer machen kann, wäre eine Setup-Frage, in der man versucht, auf eine der betroffenen URLs zu kommen, weil viele Weiterleitungen reagieren beispielsweise nur darauf, wenn man von einer Suchmaschine oder ähnliches die Seite betritt. Das heißt, man kann darüber relativ einfach den Referrer faken und darüber schauen, ob vielleicht über einen Referrer eine Prüfung stattfindet und erst dann die Weiterleitung erfolgt. Ja, das prüfen wir hier an der Stelle mal. Ja, also wir können auch hier sehen, dass auch das, was ich in meiner Erstanalyse gesehen habe, dass auch hier keine Drive-by stattfindet. Es kann natürlich sein, dass diese Drive-by auch nur bei bestimmten Nutzern greift, nur bei bestimmten Browsern, nur zu bestimmten Uhrzeiten. Das heißt, man muss eine Infektion nicht immer erkennen können und das macht es heutzutage auch relativ schwer, Hacks wirklich zu identifizieren. Denn wenn man selbst seine Webseite besucht, ist man meistens eingeloggt und es könnte natürlich sein, dass nur ausgeloggte Nutzer wirklich die Weiterleitung sehen, wie gesagt, oder nur Nutzer, die über eine Suchmaschine gehen. Seine eigene Seite besucht man normalerweise nicht über eine Suchmaschine. Und da gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Arten, wie man denn wirklich auch so einen erfolgreichen Hack verschleiern kann. Hier in dem Fenster sind wir im Inkognito-Modus und wir sind auch eingeloggt. Wir können auch im eingeloggten Modus sehen, dass wir bisher noch keine Weiterleitung in irgendeiner Art und Weise zwingen konnten. Also auch wenn ich die URL Werbung eingebe, die von Switch angemahnt wurde, sehe ich halt wirklich, dass da nichts weiter passiert. Das heißt, der nächste Schritt, den wir an der Stelle durchführen, ist, dass wir uns einmal mit den FTP-Server verbinden und wir schauen einmal beim FTP-Server, ob es vielleicht irgendwelche Dateien gibt, die in den Zeitraum fallen könnten, wann der Angriff passiert ist. Der Angriff selbst wurde am 8.1. entdeckt und wir haben gesehen, dass Björn an der Stelle auch schon versucht hat, dann sein WordPress zu aktualisieren, denn dieses WordPress beziehungsweise die Kerndateien oder Core-Files von dem WordPress sind alle vom 8.1. Das heißt, es wurde auch ein neues Update eingespielt und darüber scheint jetzt erstmal nichts zu sein. Was wir aber trotzdem machen, ist einmal alle Daten von dem FTP runterzuladen, damit wir eine Dateisuche durchführen können und schauen können, ob vielleicht doch irgendwo was in diesen Dateien drin ist, was darauf hinweist, dass eben der Hack stattgefunden hat. So, dafür erstelle ich einen Ordner namens htdocs und in htdocs schiebe ich erstmal alles rein, was auf dem Server drauf ist. So, und während der alle Dateien runterlädt, können wir einmal parallel gucken, was man sonst auf dem Server hat. Die Logs wären eben immer der Punkt, an dem ich als nächstes schauen würde, wenn ich zumindest den Angriff zeitlich eingegrenzt habe, was denn zu dem Zeitpunkt auf dem Server passiert ist. Darüber kann man meistens sehr gut erkennen, ob man wirklich, also ob der Angreifer vielleicht eingeloggt war. Man kann darüber sehen, ob er bestimmte Payloads ausprobiert hat, also geprüft hat, ob man in irgendeiner Art und Weise mit bekannten Sicherheitslücken auf das System kommen kann. Und man kann da natürlich dann auch sehen, welche Datei gegebenenfalls erfolgreich war oder welcher Angriff erfolgreich war. Aber wir laden jetzt erstmal alle Dateien runter, das dauert ein paar Sekunden. Und parallel gucken wir nochmal in den Public HTML rein, ob wir vielleicht so schon irgendeine Datei sehen, die uns komisch vorkommt. Also eine Datei, die normalerweise nichts auf dem HTML zu suchen hat, ist die User-INI. Die schauen wir uns auf jeden Fall gleich mal an, was da drin steht. Ansonsten sieht hier alles soweit normal aus. Wir sehen auch, dass am 7.11. eine Datei installiert wurde namens Mailcare Web Application Firewall,
was interessanterweise ein Erstellungsdatum hat, das vor dem 8.1. liegt. Und wir schauen mal, ob wir noch irgendwelche anderen Dateien finden, die vor dem 8.1. angelegt wurden. So, das sind Bilddateien, die sind nicht so wichtig. Das sind auch Bilder, die sind auch nicht so wichtig. Der Ordner ist leer. Im WP-Admin gibt es ein paar Dateien, die vor dem 8.1. liegen, beziehungsweise fast alle. Wir sortieren mal nach zuletzt geändert. Sehen, dass es hier zwei Veränderungen gab am 4.12. Das Gemeine bei modernen Hacks ist es meistens, dass diese schon deutlich vor der Aktivierung praktisch stattgefunden haben. Also ich habe teilweise Hacks finden können, die schon 6 Monate auf einem Server rumliegen und in diesen 6 Monaten halt wirklich inaktiv waren, bevor sie erst wirklich gestartet wurden. Das war Ich gucke parallel immer mal wegen den Kommentaren, ob es schon irgendwelche Fragen gibt und erzähle dann weiter. Ja, wir sehen auch hier, dass eine Hard Access drin liegt. Das ziemlich alte Index.php, daran können wir schon mal erkennen, dass das Projekt schon sehr lange aktiv ist, was immer auch darauf hindeuten könnte, dass vielleicht ein veraltetes Theme oder sowas drauf liegt. Aber in dem Fall sehen wir auch, dass das Theme mit Divi erstellt wurde und scheinbar auch schon einiges älter ist. Also hier an der Index.php sehen wir auch, dass es wirklich ein sehr altes Projekt ist, das mit der Zeit gewachsen ist. Wir schauen uns gleich im Admin-Bereich auch einmal an, was für Plugins installiert sind, ob wir darüber vielleicht schon irgendwas sehen können. Manifest-Datei. Aber auch hier sind jetzt keine wirklichen Dateien, die darauf hindeuten, dass in letzter Zeit sich irgendwas geändert hat. Die WP Temp, die gucken wir uns nachher auf jeden Fall mal an. Aber sonst sieht auch alles relativ gut aus. So, dann schauen wir jetzt einmal ins Dashboard, während er die Dateien runterlädt. Sehen uns einmal die Startseite an. Als Meldung bekommen wir, dass ein PHP-Update erforderlich ist, aber das wird nicht Ursache des Hacks sein. Und wir schauen dann einmal auf die Plugins, ob vielleicht irgendein Plugin installiert wurde, das nicht dahin gehört, das einem komisch vorkommt oder sonst irgendwas. So, hier ist ein 4110, Lazy Load. Sieht alles relativ normal aus. Ja, sowas wie das Hello Dolly Plugin, das sollte man auch direkt löschen. Also alle Plugins, die man nicht aktiviert hat und die man nicht benutzt, sollte man auf dem Produktivsystem immer wegwerfen. Und das Hello Dolly ist ja das Standard-Plugin, das bei jeder WordPress-Installation drin ist. Schmeißt das einfach weg. So, dann schauen wir weiter. Wir sehen auch, dass ein paar Security-Plugins installiert sind. Dazu gehört Sucuri. Und es zeigt eben auch am Beispiel von Sucuri, dass nur wenn man Security-Plugin installiert hat, es nicht zwangsläufig heißt, dass auch sein System sicher ist. Wenn wir uns das Sucuri-System mal angucken, dann sehen wir halt, dass er auch einige Dateien prüft. Er hat lustigerweise genau auch die Dateien geprüft, die ich jetzt mir angeguckt habe. Wir sehen, dass ein Nginx-Server läuft und bei Last-Logins, da war ich tatsächlich vorhin schon drin gewesen, sieht man auch, dass es keine Logins gibt, die irgendwie komisch sind, sondern die alle vom gleichen IP-Bereich kommen und entsprechend auch vernünftig laufen. Beziehungsweise nicht auffällig sind. Also es kommt jetzt keiner irgendwo großartig aus dem Ausland oder aus einer komplett anderen IP-Range. Und das sieht halbwegs vernünftig aus.
So ein Tipp, den ich noch geben kann, wenn man sich die Praxis anschaut, macht das auf jeden Fall Sinn, sich die anzugucken, die kürzlich aktiv wohnen. Ja, an der Stelle sehen wir, das ist ein Bounce Booster und Better Search Replace. Das heißt auch an der Stelle nichts Auffälliges. Aber wir nutzen mal das Better Search Replace Plugin, um mal einmal in der Datenbank zu gucken, ob wir die Zieldomain oder das JavaScript dort zufälligerweise finden. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, weil wenn man eine Infektion hat, dann sind meistens die Strings in irgendeiner Art und Weise verschleiert. Und deswegen gucken wir eben auch gleich ins Dateisystem, was dort so passiert. So, die Weiterleitung erfolgt auf eine URL, die heißt an QYLTA. Habe ich mich irgendwo verschrieben? Nee. Gibt's die überhaupt noch? Gucken wir spaßeshalber. Ach, die Domain selbst leitet auf Google weiter. Aber das JavaScript wird da vermutlich noch existieren. Das lade ich jetzt mal nicht. Weil vermutlich beim Abtippen mache ich da auch viele Fehler. Obwohl, eigentlich könnte es auch ganz spannend sein. Wir gucken uns mal. Gucken uns das mal an. Wichtig ist, dass wir die natürlich nicht im Browser öffnen, sondern die dann in der Konsole uns anschauen, um mal zu schauen, was diese Datei, wenn sie dann überhaupt noch existiert, so alles vorhat. Also man merkt schon, man kann gar nicht großartig zielgerichtet vorgehen am Anfang bei einem Hack, sondern man muss sich erstmal einen gesamten Überblick verschaffen. Was ist denn eigentlich das Angriffsziel? Was ist passiert, damit man an dieser Stelle denn ansetzen kann und dort sich in die Tiefe vorarbeiten kann? Weil sonst hat man eigentlich gar keine Chance. Also es gibt einfach nicht Protokoll oder Schema F, mit dem man vorgehen kann und sagt, okay, damit finde ich jetzt jeden Hack und damit finde ich jetzt irgendwie die Lösung für jeden Hack. Das funktioniert leider nicht. Deswegen sollte man auch immer halbwegs Erfahrung haben, wobei gerade so die erste Analyse, man kennt sein Dateisystem natürlich selbst am besten, kann man schon vieles identifizieren. In dem Fall haben wir jetzt gesehen, dass eben das Dateisystem schon aktualisiert wurde. Das macht eine Analyse natürlich deutlich schwieriger, als wenn man ein frisch gehacktes System hat, bei dem noch keine Korrekturen oder sowas durchgeführt worden. So, die URL sollte stimmen. Ich habe es jetzt zweimal überprüft. Das bedeutet, wir öffnen noch einmal die Konsole und machen hier jetzt auch wieder den typischen Curl-Befehl, mit dem wir das JavaScript laden. Das braucht relativ lange. Okay. Mal schauen, was da passiert. Machen wir noch ein -V für verbose. Damit wir noch sehen, was passiert. Also die Datei existiert noch, aber ich bekomme keine Daten geliefert. Ja, das sehen wir hier auch. Also vermutlich, hier ist keine Weiterleitung auf Google, wenn wir uns die Antwort ansehen, weil wir sehen, dass die Datei eben da ist. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was passiert, wenn wir sie mit einem anderen User Agent aufrufen. Aber ha, und da sehen wir, das ist eben genau das, was mit dem Bypass entsprechend auch passiert. Ne, es werden halt wirklich unterschiedliche Prüfungen durchgeführt. Das ist jetzt auch wirklich ein realer Besucher oder versucht mich jemand zu analysieren oder sowas. Und man versucht halt wirklich als Angreifer seine Spuren bestmöglich zu verschleiern. Und das war ein gutes Beispiel dafür, wenn wir eben wirklich mit einem richtigen Browser hier raufgehen würden, würden wir entsprechend auch Daten ausgeliefert bekommen. Aber was sehen wir? Was macht er hier grob? Ich hatte hier eben irgendwie Mozilla gelesen. Also man sieht auch, dass er natürlich maximal versucht, alles zu verschleiern. Hier iteriert er praktisch einmal, also das kann man sich vorstellen, iteriert er einmal die Version durch, mit was für einem Browser man hat. Und vermutlich prüft er einfach eine Reihe von möglichen Hacks, mit denen man
Zugriff auf einen Browser gelangen könnte. Und dafür schaut er natürlich, welcher Browser ist das gerade und führt dann eben eine entsprechende Anzahl von bekannten Schwachstellen oder Exploits durch, um eben zu schauen, ob man irgendwie Zugriff bekommt. Ne? Das Verfahren, was er da benutzt, nennt man Obfuscating, also verschleiern. Und es gibt auch eine Reihe von JavaScript-Deobfuscator, die man auch online ausführen kann. Und wir schauen mal, was passiert, wenn wir die Malware hier reinführen. So. Das haben wir jetzt ausgeführt. Dann sehen wir hier das Resultat. Und hier sehen wir jetzt praktisch, was das JavaScript macht. Das versucht hier irgendein Image zu laden als Background. Sich irgendwelche Metriken. Also man sieht die Reihe von Befehlen, die er denn hier durchgeht. Und versucht halt hier irgendwelche Events zu machen und sich darüber eben Zugriff zu verschaffen. Also hier sehen wir auch genau die User-Agent-Prüfung, die er durchführt. Can create discussions. Also keine Ahnung, was das Skript macht. Das ist auf jeden Fall weit entfernt von legit. Aber das haben wir schon gewusst, als wir die Drive-by-Infection praktisch gesehen haben. So, und dann schauen wir jetzt einmal, ob alle Dateien runtergeladen sind. Noch nicht. Was lädt er gerade? Ja gut, wir haben 4000 Dateien. Wir können schon mal grob anfangen, auf den Dateien zu prüfen, ob wir irgendwas finden können. So, dazu wechseln wir jetzt erstes in das Verzeichnis. So, dann sind wir hier schon mal. Ich habe eben gesagt, wir gucken uns auf jeden Fall einmal diese Mailcare Web Application Firewall an. Oh, das ist irgendeine Konfigurationsdatei, der man von dem Service scheinbar eine Web Application Firewall einrichten kann. Dann hatten wir in der WP Admin diese eine Datei. Gucke jetzt kurz nochmal, wie die hieß. Die WP Temp. In WP Includes war die. Ach, genau, die hat er noch nicht runtergeladen, auch super. Okay, was können wir schon mal machen? Wir können auf jeden Fall schon mal einen Find machen und alle PHP-Dateien entsprechend nach der Domain durchsuchen lassen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir dort irgendwas finden, aber das schauen wir uns gleich mal an. Ja, also was macht der Find-Befehl? Der Find-Befehl, der lässt praktisch alle PHP-Dateien suchen, die die Endung PHP haben. Und die Dateien, die er gefunden hat, die können wir jetzt einmal nach grep schicken und können uns dann entsprechend anschauen oder in den Dateien nach einem String suchen lassen. So, damit Groß- und Kleinschreibung egal ist und auch Zeilenumbrüche ignoriert werden, gebe ich grep noch die Parameter is mit und suche danach. Wie gesagt, es war auch relativ klar, dass wir da nicht großartig was finden. Zumindest nicht in der aktuellen Dateistruktur. Die laden wir uns also noch runter und gucken dann gleich nochmal weiter. Viele Angreifer arbeiten immer damit, dass sie eine Zeile irgendwo einfügen und diese, hatte ich ja schon gesagt, genauso wie das JavaScript, möglichst stark versuchen zu verschleiern. Das heißt, dass man nicht einfach danach suchen kann, eben nicht einfach nach A, N, Q, Y, L, T, A und dann findet man den String, sondern meistens verschleiern sie es, indem sie den String Base 64 encodieren und dann den String über Evil oder ähnliche Befehle direkt ausführen. Das heißt, wir können einmal nach
Base64 suchen und gucken, welche Dateien haben Base64 in Verbindung mit irgendwie einem auffälligen String implementiert. Und wir können natürlich auch nach der Funktion evil suchen. Und das machen wir jetzt auch beides. Ja, also als erstes Base64. Wir sehen die meisten, oder ich glaube sogar alle in dem Fall, ja, alle Zeilen sind hier relativ legit auch. Ich guck mal noch drauf, damit noch nichts irgendwie durch die Lappen geht. So, das sieht erstmal alles vernünftig aus. Da hätte ich eben was mit einer IP gesehen, aber ich glaube, da war auch nichts, was irgendwie auffällig war. Nee, hier beim Framework, bei Divi. Das sieht alles vollkommen normal aus. Schauen wir, wie gesagt, einmal nach dem Evil-Befehl, ob der an irgendeiner Stelle drin ist. Hier sehen wir ein auskommentiertes Evil zum Entpacken, aber das ist von den WordPress-Core-Funktionen. Und wir sehen natürlich auch einiges mit Kommentare. Das heißt, wir können natürlich auch direkt nach der Funktion evil suchen, indem wir noch die Klammer auf dahinter setzen. Aber hier kann es immer sein, dass wir zu irgendeiner Art und Weise, also zu irgendeinem Zeitpunkt, einen falschen Befehl ausführen und dann der Angreifer zum Beispiel ein Leerzeichen oder so gelassen hat und wir das dann auch überhaupt nicht finden. Was ich ein bisschen strange finde, sind tatsächlich hier diese Zeilen. Aber da müsste man sich mal das Plugin angucken. Das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. So, wir sehen, der WordFence-Scanner arbeitet auf eine ähnliche Art und Weise. Er sucht halt auch nach Dateien, die beispielsweise Evil beinhalten. Und SEO Redirection, warum auch immer das einen Evil-Befehl hat. Das ist auch, naja. Also man sollte eigentlich nie mit Evil arbeiten, sagen wir es mal so. So, wir gucken uns mal hier dieses Template-File an. Schauen mal, wo das Evil hier eingesetzt wird und warum. Pepe. Ach so, das ist eingefügt, weil man in diesem Custom Field noch seinen eigenen PHP-Code einfügen kann, also von der Admin-Oberfläche her. Und dort, damit wird dieser PHP-Code ausgeführt. Aber bei WordPress muss man es manchmal leider machen. Aber das ist natürlich potenziell immer eine Sicherheitsschwachstelle, weil wenn ein Angreifer Zugriff auf das System hat, dann könnte er darüber natürlich auch sämtliche PHP-Befehle oder ähnliches ausführen. So. Also hier sehen wir zum Beispiel, wie wirklich über einen Übergabeparameter Variablen im PHP-Code gesetzt werden. Über das Strip Slashes sollte das vermutlich sauber funktionieren, wobei man es mal ausprobieren müsste. Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, was passiert, wenn man bei Search Type oder Search Value zum Beispiel ein Semikolon setzt und damit theoretisch im PHP eine neue Zeile beginnt. Also glaube nicht, dass das gut ist, aber es hat zumindest mit dem Angriff nichts zu tun. Wobei das ein potenzielles Einfallstor wäre. Ja, hier sehen wir zum Beispiel, das gucken wir uns nochmal an, so ein bisschen spooky die Stelle, wenn ich mir den Code ansehe. Weil was passiert an der Stelle, wenn wir uns den Code einmal im Detail ansehen?
Zack, hier. Hier schnappt er sich praktisch seinen kompletten Buffer. Und alles, was er bisher im Buffer hatte, wird hinter dem PHP-Tag gesetzt. Ja? Also er schließt praktisch den PHP-Code und ab dann beginnt der HTML-Code. Aber man kann in String natürlich auch neuen PHP-Code reinschreiben. Und der würde jetzt an der Stelle auch ausgeführt werden, was, wie gesagt, nicht gerade die beste Programmierung ist. Also das Plugin hier würde ich erstmal deinstallieren, weil das sieht so aus, als wenn man das potenziell auch exploiten könnte. Ja, ohne das im Detail überprüft zu haben, ist das auf jeden Fall potenziell gefährlich. So, also wie gesagt, ich finde per se, was eben als Kommentar kam, WordPress auch relativ nett. Man kann damit viele tolle Sachen machen. Aber die Flexibilität, die WordPress tatsächlich bietet, die ist auch die größte Krux an dem System, weil halt wirklich jeder irgendwas im System einspielen kann. Mittlerweile haben sie zwar im Plugin-Verzeichnis so ein bisschen Qualitätssicherung, aber das ist alles andere als wirklich effizient. Und wenn man da wirklich einen unerfahrenen Entwickler oder sowas hat und man installiert das Plugin, ohne den Code vorher geprüft zu haben, dann kann man sicher halt alles drüber reinholen. Ah, wir haben noch 22.000 Dateien, das ist echt sehr, sehr viel. So. Dachte eigentlich, dass wir das ein bisschen schneller hinbekommen. Aber gut. Ich entferne mal alle Dateien und ich hole mal nur die Dateien, die eigentlich wirklich wichtig sind. Also das includes auf jeden Fall noch. Im Content-Bereich findet man die Plugins, die hole ich mir danach, aber ich würde zumindest gucken, ob irgendwas im Core-System infiziert wurde. Und die Dateien sind mir jetzt erstmal wichtig. Weil da war ja auch die WP-Temp-Datei drin, die wir uns auf jeden Fall angucken wollen. Dann kann er danach bei WP-Content entsprechend weitermachen. So zwischendurch, solange er noch irgendwie runterlädt, wir sehen, die Warteschlange ist noch 30 Megabyte groß. Nochmal der Hinweis, dass man am besten meinen Videos immer auf Twitch folgt, deswegen am besten mich, meinen Kanal bei Twitch abonnieren, twitch.tv/JensAltmann. Und ab nächsten Monat gibt es auch nochmal einen aktualisierten Sendeplan, da ich auch wirklich zu zwei oder drei definierten Zeiten in der Woche zu unterschiedlichen Themen streame und nicht so wie jetzt mit einem spontanen Stream, weil das Thema einfach passt und ich glaube für viele interessant ist, denn daherkomme. Damit man auch einfach sich ein bisschen darauf einstellen kann und auch besser Fragen stellen kann, wenn man irgendwas wissen möchte, dann kann ich das in meinen Stream gerne mit aufnehmen. In der Warteschlange sind noch immer 27 Megabyte. Weil ich denke, die WP-Temp-Datei ist jetzt da. Das heißt, wir schauen uns die nochmal an. Schade an der Stelle ist jetzt wirklich, dass eben schon eine Säuberung praktisch stattgefunden hat. Und deswegen das relativ schwer ist. Aber gut, das ist okay. Relativ einfach. Ich glaube, die Ursache für den Hack haben wir jetzt direkt gefunden. Auch hier nochmal zum Zeigen. Wir haben gesehen, dass die WP-Temp-Datei nicht standardmäßig da ist, deswegen ist sie mir aufgefallen. Wir kennen jetzt den Zeitpunkt, wann der Hack stattgefunden hat. Wenn wir jetzt also in die WP-Includes reingehen und uns die WP-Hack-Temp-Datei angucken, dann sehen wir, der Hack war erfolgreich. Sehr wahrscheinlich um den 26.12. herum, weil da ist der Zeitstempel, wann die Datei erzeugt wurde. Entschuldigt bitte, dass ich manchmal mal Englisch anfange. Ich versuche so viele wie möglich deutsche Begriffe zu verwenden. Aber der Zeitstempel, der zeigt schon den 26.12. relativ klar an. Wir sehen, in der WP-Temp-Datei ist genau das ANQY drin. Wenn wir jetzt also nach ANQY suchen würden, dann würden wir jetzt auch die WP-Temp-Datei entsprechend ausgegeben bekommen.
Das heißt, wir haben schon mal die Quelle des Hacks gefunden. Wir löschen jetzt also gleich die wp-temp-Datei und wir schauen natürlich, ob die wp-temp-Datei irgendwo anders eingebunden ist. Ja. Hier sehen wir es im Child-Team in der Functions-PHP wurde die wp-temp-Datei entsprechend hinzugefügt. Da gibt es noch irgendeinen Authentifizierungs-Key, da gucken wir uns gleich mal an, was sie macht. Und so können wir uns jetzt Stück für Stück relativ gut vorarbeiten. Das heißt von der Erwartung her, dass die Functions PHP auch irgendwann um den 26.12. herum geändert worden sein wird. Gucken mal, ob wir damit mit dieser Vermutung recht haben. So, WP Content, Plugins. Ah, ne, nicht Plugins, sondern in Themes. Und gucken uns das Schalt-TV an. Auch die Function ist relativ alt. Das heißt, die WP-Temp ist tatsächlich etwas, das scheinbar von diesem Schalt-Theme regelmäßig aufgerufen wird. Und der Angreifer hat eben die WP-Temp-Datei dafür missbraucht, dass sie für den Angriff oder für das Drive-By-Infection genutzt werden kann. Spannend. Das ist wirklich sehr spannend. Hier gibt es auch entsprechend nochmal den Authentifizierungs-Key, den wir eben gesehen haben. Und wir sehen hier, wie gesagt, den Content. Wir schauen uns gleich an, was da passiert ist. Sind noch irgendwelche anderen Dateien drin, die den WP-Feed und sowas laden. Und der Code, der injected wurde, das ist dieser hier. Also scheinbar hat hier irgendwer bei dem Slider, also es gibt so eine Slider-Option im Divi-Theme und diese wurde überschrieben. Zwar sowohl im Footer als auch im Header. Das bedeutet, an der Stelle, wo der Slider eingebunden ist, dort findet die Drive-By-Infection entsprechend statt und an der Stelle wird man dann auch weitergeleitet. Ja, das sind also die Dateien, die wir jetzt auf jeden Fall, oder die Dateien, die wir auf jeden Fall bearbeiten. Aber das machen wir noch nicht, weil wir natürlich erstmal herausfinden wollen, was ist denn am 26.12. überhaupt passiert auf dem Server. So, die Dateien hat er jetzt alle übertragen. Und wir haben dankenswerterweise Zugriff auf die Logdateien. Das ist auch tatsächlich nicht bei jedem Server üblich. Und die Logdateien laden wir uns jetzt einmal runter und gucken uns die gleich an. Ja, die Logdateien funktionieren eben so, dass sie normalerweise für einen Tag eine Logdatei gibt und wir können entsprechend diese eine Datei heraussuchen, die eben für den 26. Da war. So, hier gibt es einmal das Error-Log. Gibt es noch den Status-Log? Okay. Und die Assets-Log. Und wir sehen hier, dass die natürlich nicht nach Datum sortiert sind. Wir gucken mal bei den Zeitstempeln. Okay, hier ist ein Slow-Log. Uns interessiert aber die Zugriffs-Log. Und da sehen wir, okay, also die Logdateien werden doch wenigstens jeden Tag durchrotiert. Das bedeutet, dass wir irgendwo in diesen Logdateien auch die Datei finden, die die Zugriffe vom 26.12. gelockt hat. Die 30 ist also die Datei, ach, scheiße, die 30 ist die Datei, die am 26.12. erstellt wurde. Und die 31 wäre die Datei, die sämtliche Informationen beinhaltet, die wir benötigen. Und wie wir sehen können, wurde genau diese Datei gelöscht. Das heißt, an der Stelle wird es jetzt relativ schwierig herauszufinden, was passiert ist. Ah, nee, hier, 27. Hier ist es. Okay, also die PHP App Access Log 29 müssen wir uns genauer angucken. Und dann schauen wir, ob wir hier noch eine SS-Log haben, die interessant sein könnte. Das ist auch die 29. Okay. Dann gehen wir jetzt also einmal in den Logs-Ordner rein.
für eine Reihe von Dateien. Ich gucke einmal, ob es noch irgendwelche Kommentare unter dem Video gibt. Benjamin fragt gerade, was ich zum Oxygen-Bilder bezüglich Sicherheit halte. Per se, glaube ich, sind die meisten Standardbilder relativ sicher. Ja, solange man nicht irgendwelche Plugins oder eigene Modifikationen vornimmt, sollte das alles passen. Ich kann aber tatsächlich keine Empfehlung aussprechen, weil ich selbst arbeite mit, wenn ich mit WordPress arbeite, nur mit einem Gutenberg und denen relativ eingeschränkt. Deswegen kann ich es gar nicht genau sagen, was da wirklich sinnvoll ist. So, was wir jetzt machen, wir wollen auf jeden Fall die SS-Log uns einmal angucken und dann schauen wir auch mal die Error-Log, aber die SS-Log ist eigentlich die relevante. Das heißt, wir entpacken die Datei einmal. So, und schauen uns die mal direkt an. So, wir sehen also, wir sind vom 28. Dezember. Ich bin verwirrt. Ja, hier ist überall noch 28. Dezember. Aber wie wir gesehen haben, wollen wir den 26. Dezember haben. Okay, dann wird es also. Ach so, weil ich ja auch die 29 suchen wollte und nicht die 27. Ja, das passiert, wenn man parallel spricht und sich den Code anguckt. So, die 29, jetzt ist es aber richtig. So, wir gucken uns die also mal an, jetzt die Datei, jetzt auch die richtige. Wir können damit jetzt also die Zugriffe vom 26. sehen. Wir sehen, dass der Zeitstempel plus 000 ist, also UTC. Und vermutlich ist das auch die UTC-Zeit, die hier angezeigt wird, aber das müssen wir genauer prüfen, weil das könnte auch die mitteleuropäische Zeitzone sein. Und dann müssen wir jeweils eine Stunde rauf oder runter rechnen. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Aber nichts, was jetzt grundlegend problematisch ist. So, dann haben wir die WP-Temp um 12:42 Uhr. Das heißt, es könnte 11:42 Uhr nach der Zeit hier passiert sein. Ja. So, und dann so mal. Also was mache ich gerade? Ich gucke einfach nach den entsprechenden Zeitstempeln. Und da sehen wir, dass hier zum Beispiel um 11:42 Uhr UTC ein Post auf den Cronjob losging, aber das passiert regelmäßig. Ja, also wir sehen, dass hier minütlich immer ein Cronjob ausgeführt wird. Der ist also unproblematisch an der Stelle. Sehen, dass hier ein WP Load ausgeführt wurde, das ist aber auch egal. Und wir sehen, dass ein JavaScript aufgerufen wurde, das einen 404 Statuscode ausgeführt hat. So, dann gucken wir mal weiter. Hier sehen wir nichts weiter. Das heißt, wir gucken mal, ob hier vor irgendwas passiert ist. Da war jemand auf der Teamseite. Und gucken dann entsprechend mal eine Stunde später, was passiert ist. Das setzt immer ein bisschen dann Gewühle in den Logdateien und sowas. Man sieht Dinge dann relativ einfach, wenn man das regelmäßig macht. Also hier sehen wir zum Beispiel auch einen Bot, der auf einen 404 zugegriffen hat. Das ist aber auch nicht der Angriff und wir gucken jetzt noch einmal, was um 13:40 Uhr rum passiert ist. So, hier sehen wir, es ist deutlich mehr Aktivität gewesen zu der Stunde. Ah, da ist es. Jetzt nur 40. Ist aber auch nichts Besonderes passiert.
Und da wir halt die Server nächste Zeit nicht kennen, sollte man halt immer, wie gesagt, so plus minus ein, zwei Stunden mal gucken, ob man da irgendwas in den Logdateien sieht. Aber hier ist auch nichts passiert. Der nächste Schritt wäre jetzt natürlich, dass wir uns einmal die FTP-Logs angucken und schauen, was zu dem Zeitpunkt passiert ist und die Error-Logs. Aber ich vermute, dass wir, also die FTP-Logs haben wir nicht. Und ich vermute auch im Error-Log finden wir jetzt nichts Sinnvolles. Also wir sehen, dass das System allgemein eine Reihe von PHP-Fehlern wirft und Datenbankfehlern. Also es ist jetzt nicht gerade das, die stabilste Installation, die da drauf ist. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Okay. So, okay. Für 12 Uhr finden wir nichts. Und wie wir aussehen, dass das auch Freitag, der 25. Dezember, also ein Tag zuvor. Was könnten wir jetzt noch gucken? Also wir können jetzt uns die SS-Dateien und sowas angucken. Aber wir haben ja hier schon gesehen, dass da nicht großartig was kommt. Ich finde auch, der Cronjob wird ganz schön häufig aufgerufen. Aber es ist abhängig von den Plugins. Was wir noch gucken können, ob vielleicht hier der Benutzername oder so von dem WP-Temp ein anderer ist. Aber wir sehen auch hier, dass der Besitzer und die Gruppe eindeutig ist. Also jetzt nicht irgendwie unterschiedlich. Und das bedeutet, wir öffnen jetzt die Datei und beheben auf jeden Fall das Problem erstmal, indem wir die manipulierten Codezeilen rauswerfen. So. Haben wir jetzt relativ schnell und einfach gemacht. Damit sollte jetzt das System erstmal sauber sein. Wie gesagt, das Problem ist tatsächlich nur aufgetreten, wenn der Slider drin war und man hat gesehen, wenn es eine Single-Seite ist oder eben keine Single-Seite, dann wird der Slider entsprechend geladen und dabei wird auch das JavaScript inkludiert. Und genau diese Stelle, diese Injection haben wir jetzt rausgenommen. So. Das haben wir jetzt auch im Live-System direkt geändert. Was ein bisschen problematisch ist, dass wir die Ursache des Hacks noch nicht gefunden haben und noch nicht identifizieren konnten. Aber das ist jetzt eben genau der Teil, der auch sehr, sehr, sehr stark in die Research reingeht, wo man jetzt wirklich gucken muss, findet man noch irgendwas? Aber ich sagte ja anfangs schon, die Herausforderung ist aber, wenn schon ein Dateisystem korrigiert wurde, man nicht detaillierte Logdateien oder ähnliches hat, dann wird es immer schwierig. Und was man eben auch sehr, sehr, sehr schön gesehen hat, dass ich jetzt einen Fehler erzeugt habe, indem ich den Code rausgelöscht habe, den wir natürlich korrigieren müssen. Zack. Ansehen, bearbeiten. So, irgendwo habe ich jetzt eine Klammer nicht geschlossen hier. So, und die Klammer schließen wir noch. Zack. So, damit auch immer der Content zurückgegeben wird. Dann ist der Fehler auch behoben. Ich sage ja, wenn man redet und parallel programmiert, das ist immer fehleranfällig. Ja, also wir sehen hier, dass eben genau diese WP-Temp-Datei am 27. Januar auch von Scurry gescannt wurde und dort eben zwar festgestellt wurde, dass eine Änderung festgestellt wird, aber man eben auch so ein grünes Fähnchen hat und das ist an der Stelle natürlich ein False Friend, weil man denkt, die Datei ist unproblematisch. Wir gucken uns jetzt auch nochmal die WP-Feed an, weil dir angezeigt wird als geänderte Datei und die Users-INI gucken wir uns auch auf jeden Fall noch an. User-INI ist, dass die Web-Application-Firewall von dem System angehangen wird. Und wir schauen jetzt noch einmal bei der WP-Include-Datei nach.
der WP-Feed, ob da noch irgendwas drin ist, was komisch ist. Was auch nicht der Fall ist. Okay. Also die WP-Feed scheint irgendwelche Freigaben für IP-Adressen zu sein. Das ist jetzt für mich auch erstmal unauffällig an der Stelle. Da kann man, glaube ich, nichts machen. Wie gesagt, problematisch ist tatsächlich, dass wir jetzt keine Ursache gefunden haben. Wir haben gesehen, dass sich keine Fremdnutzer eingeloggt haben oder die Daten von dem Login wurden entsprechend gelöscht. Wir haben jetzt kein Plugin gesehen, das direkt ausgenutzt wurde, also zumindest nicht über die Logdateien, auf die wir Zugriff haben. Und wir konnten jetzt auch nicht prüfen, ob irgendwelche FTP-Logs verändert wurden, manipuliert wurden und entsprechend der Nutzer die Änderung auch direkt über FTP vorgenommen hat. Das bedeutet, um einer Neuinfektion praktisch entgegenzuwirken, würde ich erstmal alle Plugins runterwerfen, die da sind, sowohl das FTP-Passwort als dann natürlich den Administrator-Nutzer, dessen Passwort ändern. Einmal die Nutzer, die in WordPress eingerichtet sind, durchgehen, ob alle Nutzer auch wirklich legit sind. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann gegebenenfalls schauen bei den Plugins, was man halt wirklich deinstallieren und löschen kann. Und auf jeden Fall ein starkes Monitoring jetzt in den nächsten Tagen machen. Und falls es zu einer Neuinfektion kommt, weiß man jetzt grob, wie sie passiert ist. Das hat also einen Eintrag in der WP-Temp-Datei erzeugt. Und darauf würde ich jetzt wirklich Monitoring machen, mir die WP-Temp-Datei regelmäßig anschauen, um zu schauen, ob die Lücke noch irgendwie offen ist und natürlich das ganze System möglichst zeitnah aktualisieren und dann entsprechend weiter mit dem Monitoring machen. Und da kann ich auch wirklich nur immer und immer wieder wiederholen, das Monitoring reicht einfach nicht aus, wenn man irgendwelche Security-Plugins installiert. Man muss sein eigenes Monitoring haben, weil die Security-Plugins halt auch immer ausgetrickst werden können und es immer neue Arten von Angriffen bekommt, mit denen die Plugins halt einfach gar nicht umgehen können und gar nicht so schnell agieren und reagieren können. Ja, und das würde ich sagen, war es denn auch. Wir sagen, ein bisschen unbefriedigend, dass wir die Ursache jetzt nicht identifizieren konnten, aber damit habe ich jetzt auch nicht großartig gerechnet. Aber ich konnte zumindest die Ursache identifizieren, die war Gott sei Dank relativ offensichtlich. Man kann da auch tatsächlich mehrere Stunden mit verbringen, bis man so eine Schwachstelle identifiziert hat. Aber die WP-Temp-Datei, die ist, ja, man hat es gesehen, direkt beim Durchgucken vom Dateisystem schon ins Auge gestochen. Das war eine der Dateien, die als letztes verändert wurde und deswegen hatte die ein spezielles Augenmerk. Und man hat auch gesehen, wenn man einmal ein komplettes Backup von dem FTP-Server erzeugt hat, kann man auch über kurze, kleine Suchen schon relativ oft den Hack identifizieren, weil viele Hacks auch automatisiert geschehen und durch diese Automatisierung natürlich auch die Hacks Footprints oder Fingerprints hinterlassen und danach man einfach sehr, sehr, sehr einfach suchen kann. Ja, und mit diesen Worten, würde ich zumindest das Thema abhaken und würde jetzt noch etwas auf die Fragen eingehen. Benjamin fragt, ob ich das als Dienstleistung anbiete. Ja, hatte ich mal. Ich hatte ja tatsächlich dazu auch ein eigenes Startup gehabt, das wir jetzt verkauft haben. Einfach deswegen, weil das Startup für Endkunden relativ schwer zu positionieren waren, weil wir eben genau ein Monitoring-Service war, der proaktiv Webseiten gescannt hat. Aber gerade bei Hacks, die meisten erst dann aktiv werden, wenn sie gehackt wurden. Und Systeme halt, wie gesagt, wenn man gehackt wurde, kann man den Reinigungsprozess nicht wirklich automatisieren. Das ist immer menschliche Arbeit vonnöten und sowas. Und das macht es einfach sehr, sehr, sehr schwierig, das irgendwie in einem Startup, in einem planbaren Kostenbereich anzubieten, weswegen wir uns halt dazu entschlossen haben, unsere Assets zu verkaufen und das Startup entsprechend zu liquidieren, was wir auch gemacht haben. Als Dienstleistung biete ich das natürlich an, dass ich regelmäßig, also ich habe auch regelmäßig Kunden, die dann wirklich auch sagen, mach mal einen Check. Man muss da natürlich auch immer sagen, dass mit jedem Deployment und jeder Codeveränderung man sich potenziell auch neue Sicherheitslücken reinholt. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wenn man so einen Check macht, dass man das regelmäßig macht oder zu einem definierten Zeitpunkt, wo man weiß, dass danach nur noch sehr wenige Anpassungen am Code stattfinden. Ja, also zum Beispiel eine Software-as-a-Service-Lösung, die man ins Netz stellen möchte, nach 2 Entwicklungsmonaten auf Sicherheitslücken prüfen zu lassen
Und dann noch 4 Monate weiterzuentwickeln, ist einfach rausgeschmissenes Geld. So ehrlich muss man auch einfach sein. Und man muss auch immer ein bisschen unterscheiden zwischen den ersten Blick und wirklich Detailanalysen. Ja, man kann gerade bei Individualprogrammierung ziemlich viel Probleme herausfinden, wenn man wirklich so ähnlich wie bei Angriffen nach Foot und Fingerprints guckt, dass vielleicht ein unerfahrener Entwickler wirklich so Standard Sachen eingebaut hat, die einfach sicherheitstechnisch nicht die sinnvollsten sind. Aber das nächste Level wäre dann wirklich eine detaillierte Code-Analyse, wo man dann auch wirklich sämtliche Prozesse, die der Code durchführt, analysiert und schaut, wie funktionieren die Datenbankzugriffe, gibt es irgendwelche anderen Storage-Zugriffe, gibt es Zugriffe auf APIs oder sowas. Und das ist dann tatsächlich schon aufwendig und das sollte man wirklich zu einem Zeitpunkt machen, der dann irgendwann kurz vor Go Live ist. Und wie gesagt, da hatte ich auch in letzter Zeit einige interessante Projekte, bei denen ich dann tatsächlich als normaler Nutzer mit einmal mit Admin-Rechten durch die Oberfläche gehen konnte. Und das ist ein sinnvoller Zeitpunkt, so kurz vorm Go Live oder so kurz vorm Relaunch, dass man wirklich noch einmal seinen Code prüfen und gucken, überschauen lässt, weil alles andere ist schwierig, ne? Also Security ist wirklich was Kontinuierliches und eigentlich kann man präventiv gar nicht so viel machen, sondern man muss einen guten Plan haben, wie man reaktiv reagieren kann und wenn irgendwelche Angriffe stattfinden, dass man die eben schnell identifiziert und weiß, wie man darauf zu reagieren hat. Ja, und ich glaube, das waren passende letzte Worte für das heutige Video und den heutigen Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Feedback und wie gesagt, ihr könnt mich gerne bei Twitch abonnieren, dann bekommt ihr Informationen, wenn ich streame. Ich werde noch eine Zeit lang parallel auch auf Facebook streamen, aber irgendwann werde ich halt den Gang rein rüber zu Twitch machen, weil da die Qualität einfach besser ist. Gerade wenn ich Bildschirmübertragung mache, man kann den Code da besser lesen. Es gibt also viele Argumente tatsächlich für Twitch. Und natürlich auch gerne auf YouTube folgen, dort sieht man aber nicht alle Videos, sondern da sieht man nur so Highlight-Videos und sowas. Also wenn man wirklich den gesamten Prozess wie hier jetzt einmal mitverfolgen möchte, was ich jetzt in der letzten Stunde getan habe, dann ist Twitch einfach das beste Medium und da abonniert mich gerne. Ja, und mit diesen Abschlussworten vielen Dank für euer Interesse. Der nächste Stream wird laut Zeitplan morgen am Donnerstag um 18 Uhr stattfinden. Den werde ich auch durchführen. Und wie gesagt, ab Februar gibt es auch einen neuen Zeitplan. Den sieht man auch bei twitch.tv/JensAltmann. Vielen Dank und bis zum nächsten Stream.